Ja, hallo zusammen. Ihr habt ja die ganze Story bestimmt schon gelesen und mitbekommen. Gestern war ein schwerer Autounfall auf der A5. Da wurde ein kleines Löwenbaby gefunden, genauer gesagt die Lea hier. Die kam gestern relativ verstört oder sehr verstört bei uns an, war also auch sehr scheu, hat gefaucht und versucht zu beißen. Dann haben wir sie erstmal in Narkose gelegt, um eine medizinische Untersuchung durchzuführen. Lea, komm her. Es war alles in Ordnung, anatomisch kann man sehen, medizinisch war nichts auffällig bei ihr. Und dann ist sie bei uns in der Quarantänestation eingezogen. Das hier ist so ein kleiner Außenbereich von der Quarantänestation. Da hat sie jeden Tag ein bisschen Auslauf, wo sie auch ihr Geschäft verrichten kann. Lea, komm her. Ja, heute Nacht waren wir die ganze Zeit bei ihr dabei. Wir haben sie versucht, das Fressen zu kriegen. Das hat auch recht gut geklappt. Also sie hat heute Nacht Hackfleisch gefressen mit etwas Hundemilch dazu. Und jetzt warten wir noch drauf, dass sie ihr Häufchen auch regelmäßiger macht. Und man merkt auch von der Art und Weise, dass sie nicht ganz unzutraulich ist. Das heißt, sie sucht schon ein bisschen den Körperkontakt. Da gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht eine Flaschenaufzucht war. Und jetzt geben wir unser Bestes, dass die Kleine auch fit wird. Momentan noch etwas Kontaktsperre, weil sie nicht gegen Tollwut geimpft ist. Das heißt, sie darf sich auch nicht infizieren mit der Tollwut. Deswegen haben wir da ein bisschen die Zutrittskontrolle. Nur ich und meine Frau machen das momentan mit der Lea zusammen. Aber das klappt eigentlich ganz gut.